when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Wie sieht's aus? Also ich weiß es nicht. Okay, also erstmal hallo. Ich habe jetzt ein paar Rückmeldungen von euch bekommen und auch schon eine kleine Spende. Und ich hatte auch schon erste Erfolge beim von Haus zu Haus gehen, schon bei meinem ersten Versuch. Und habe da ein paar neue Schuhe für bekommen, damit ich besser wandern kann. Aber ich bin momentan wegen meinem Gesundheitszustand noch nicht in der Lage, jeden Tag auf Achse zu gehen und habe halt hier noch Verpflichtungen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch bis März dauern, bis ich mich wirklich auf den Weg machen kann. Aber ich werde schon erste kleinere Wege machen und halt hier in und ums Dorf rum weiterhin mich bewegen. Und freue mich natürlich über jede Unterstützung. Deswegen großes Dankeschön. Es hat mir Hoffnung gegeben. Nur zur Info, also ich bin eigentlich ein Mensch, der Drogen nicht so toll findet. Ich habe eine Zeit lang mal gekifft, auch ein bisschen zu viel gekifft, so von 16 bis 18 und dann nochmal von 23 bis 26 Jahre und jetzt nochmal ein paar Monate, nachdem meine letzte Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber ich habe es schon wieder, bin schon wieder los. Bin momentan völlig klar, ich nehme überhaupt nichts. Und das tut mir auch ganz gut. Ich habe auch aufgehört mit Zigaretten und das tut mir auch ziemlich gut. Das heißt, ich gebe dafür auch schon mal kein Geld mehr aus. Und ja, im Moment bereite ich mich halt noch darauf vor. Ich brauche noch ein kleines Mini-Zelt. Und ja, muss halt noch managen, wie ich meinen Rucksack packe und ein bisschen planen, damit die Reise halt auch effektiv wird. Das heißt, ich nicht fürs Reisen Geld ausgebe, sondern eben eher was dazu verdiene, wenn ich so von Ort zu Ort gehe oder von Mensch zu Mensch. Mit Alkohol hatte ich noch nie ein Problem, außer wenn ich ihn getrunken habe. Und deswegen, ich gebe mein Geld auch nicht für Drogen aus. Wenn ihr einen Beweis dafür wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Drogentest bezahlen. Den mache ich dann gerne für euch. Ansonsten finde ich, bin ich eigentlich nicht verpflichtet, das irgendwie euch jetzt zu beweisen. Ihr dürft mir glauben oder auch nicht. Ja, ich denke mir halt einfach, anderthalb Jahre Knast sind ein bisschen viel. Ich finde die Strafe zu hoch, weil ich kenne zufällig jemanden, der ja, ein Kind vergewaltigt hat, mehrere Kinder sogar, und der ist dreieinhalb Jahre im Knast. Ich kenne jemanden, der hat mit kiloweise Drogen gedealt, auch etwas härtere Drogen, und der ist 3 Jahre im Knast. Und ich finde halt, für das, was ich habe, ist das nicht angemessen. Ja, ich gehe gerade mit den Hunden von meinem Mitbewohner. So, also es ist halt auf jeden Fall nicht wirklich angemessen. Ich werde euch jetzt mal erzählen, wie das entstanden ist. Und dafür muss ich halt weit ausholen. Ich möchte euch mitteilen, wie ich dazu gekommen bin. Und ich möchte euch auch mitteilen, wie ich überhaupt zu so einem scheiß Loser geworden bin, der nichts schafft in seinem Leben, laut meisten Menschen, die ich so kenne. Halt zumindest. Naja, und... Fuck. Scheiß elender Matsch. Ja, meine Schuhe haben kein Profil. Die guten Schuhe will ich erst verwenden, wenn es halt richtig losgeht. Die brauche ich ja dann noch, die ich jetzt geschenkt bekommen habe. Ich habe
eine ziemlich scheiß Kindheit gehabt. Nicht nur Scheiße, aber es gab halt viel Mist. Ich habe im Kindergarten schon Probleme scheinbar gehabt, damit mit anderen Kindern zu spielen, gemeinsam zu spielen. Später wurde halt festgestellt, dass ich Asperger-Syndrom habe, nachdem ich jahrelang von mehreren Menschen darauf hingewiesen wurde, das doch mal testen zu lassen. Habe ich es dann irgendwann testen lassen und irgendwie passt das ja auch zu mir. Ich fühle mich nämlich nicht so, als wäre ich auf dem richtigen Planeten, und in England nennt man Asperger-Syndrom auch Wrong Planet Syndrome, also das Gefühl, auf dem falschen Planeten gelandet zu sein. Irgendwie. Naja, irgendwie hat man dann halt einen Charakter, der nicht so ganz zu dem Charakter der meisten anderen Menschen passt. Ich habe halt damals lieber mit diesen komischen Bausteinen gespielt und riesige Raketen gebaut. Wahrscheinlich wollte ich damals schon wieder weg. Und ja, habe halt die anderen Kinder relativ ignoriert und war dann halt schon schnell ein Außenseiter. In irgendeiner Form Außenseiter. Naja, aber es ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat sich das aber weiter durch meine Laufbahn gezogen, indem ich war ein schlaues Kind und ich habe ziemlich viel wissen wollen und kannte schon vor der Schule das halbe ABC. Ich war jetzt nicht so hochbegabt, dass man mich sofort auf eine hochbegabten Schule getan hätte. Oder vielleicht hat meine Mutter auch nicht so drauf geachtet und ich wurde zu wenig gefördert. Kann auch sein, weiß ich jetzt nicht. Meine Mutter ist halt ziemlich normal und ist davon ausgegangen, dass ich auch normal bin. Bin ich aber nicht. Und ja, jedenfalls bin ich halt dann in der Schule gewesen und war etwas gelangweilt. Hab so aus dem Fenster geguckt und dachte mir so, ach, wie schön die Blätter da so fallen. Weil das war schon sehr langatmig und langweilig, der Unterricht. Also ich habe das viel schneller kapiert, als die das da erzählt haben. War aber halt im Schreiben nicht so gut. Das heißt, ich war sehr grobmotorisch, kam irgendwie mit dem Körper hier nicht klar. Warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ja schon als Kind vergewaltigt worden. Ich kann mich nicht erinnern. Habe es entweder verdrängt oder vielleicht war es auch irgendwas anderes. Keiner weiß es. Vielleicht habe ich bin ich durch einen Unfall, den meine Mutter hatte in der Schwangerschaft, hat sich ein bisschen Plazenta abgelöst. Vielleicht bin ich ein bisschen unterversorgt worden mit Sauerstoff. Irgendein Teil vom Gehirn nicht richtig entwickelt. Kann alles sein, weiß man nicht. Kann man auch nicht mehr abklären. Ist zu spät. Aber was auf jeden Fall klar war, die Lehrerin fand das nicht so toll, dass ich die ganze Zeit weggeguckt habe. Und nicht auf den Unterricht, auf sie geachtet habe. Ne? Und hat halt mich mehrmals ermahnt, ich soll das nicht machen. Aber ich mit meinem ADS habe natürlich immer wieder rausgeklotzt, weil mir langweilig war. Und weil ich halt schnell auch abgeschweift bin bei langweiligen Sachen. Das ist immer schon so gewesen, das wird auch immer so sein. Alles, was langweilig für mich ist, dann beschäftige ich mich mit was anderem. Bekommt das erste dann vielleicht nicht mit oder nur so halb mit, aber genug, um halt zu raffen, was da abgeht meistens. Ja. Ja, und dann ist das halt so, ne? Irgendwie hat man dann halt irgendwie so eine komische Art zu sein. Und die hat mich dann nicht so akzeptiert, wie ich eben bin. Damit hat es halt schon angefangen und hat mir eine geflatscht vor der ganzen Klasse. Hat mich dann an den Haaren gezogen und vor die Klasse gestellt, in der ersten Klasse. Und dann hatte sie mich halt richtig auf den Kicker und hat halt auch gemeint so, ja, das ist der Klassenträumer, hat mich richtig bloßgestellt vor der ganzen Klasse. Und dann hatte sie mich die ganzen 2 Jahre, die ich sie hatte, auf dem Kicker. Auch als ich sogar mir die Hand gebrochen habe und so, hat sie mich fertig gemacht, obwohl ich da ja gar nicht schreiben konnte. Dann habe ich das mit dem Taschenrechner, also nicht mit einem Taschenrechner, mit so einem Mini-Rechnungsschreibgerät, Tippgerät, habe ich die Matheaufgaben getippt, weil ich nicht schreiben konnte, weil meine rechte Hand gebrochen war, also ein Finger. Und die hat gemeint, das wäre ein Taschenrechner, war es aber nicht. Das Ding, das hat nicht selber gerechnet, das hat nur eben so ein Zettel ausgedruckt im Prinzip. Aber das war ihr egal. Die hat mich halt einfach fertig gemacht und das wollte die und das hat ihr Spaß gemacht. Und
Keine Ahnung. Aber solche Menschen kenne ich halt schon mein ganzes Leben lang. Das ist irgendwie witzig. Und dann habe ich auch in der dritten Klasse bei dem anderen Lehrer habe ich meine beste Freundin verteidigt. Dann war ich der schlimmste Schüler der Schule, weil ich halt nie alles richtig gemacht habe. Und das ging immer so weiter. Könnt ihr euch halt ungefähr vorstellen, wie das lief. Ich wollte eigentlich mit 11 Jahren, wollte ich mich gerne umbringen. Das war dann das Ergebnis. Mit 11 Jahren habe ich auf der Klippe gestanden und habe gedacht, okay, springst du jetzt? Und dann hat irgendwie wahrscheinlich ein Engel oder was auch immer mich davon abgehalten. Und ich muss dann irgendwie daran denken, wie meine Mutter sich fühlen wird, wenn ich das mache. Und dann konnte ich es nicht mehr. Dann habe ich mich nicht getraut. Ich hatte nicht wirklich Angst vorm Runterspringen, ich hatte nur ein schlechtes Gewissen. Also habe ich es nicht gemacht und habe die Scheiße weiter ertragen und habe aber mich an meinen Vater gewendet und bin dann zu ihm gezogen. Meine Eltern haben sich schon getrennt, als ich 1 Jahr alt war, noch nicht mal, ganz knapp vielleicht. Und dann bin ich zu meinem Vater gezogen, weil ich hatte dann mit 12 Jahren ja ein bisschen Mitspracherecht laut Jugendamt und dann haben meine Eltern geteiltes Sorgerecht endlich bekommen. Damals war das noch nicht so, dass Eltern geteiltes Sorgerecht normalerweise bekommen oder machen, weil damals halt war das noch so altbacken und mein Vater hätte auch, selbst wenn er gekämpft hätte, hätte er das Sorgerecht nicht bekommen. Früher, auch weil er halt noch kein eigenes Einkommen hatte, der war noch am Studieren und so. Ja, also keine Chance, der wollte sich eigentlich um mich kümmern, hat überlegt, ob er mich zu sich nimmt, weil er halt eigentlich, weil er eigentlich wusste, so, ich bin bei ihm am ruhigsten. Ich war auch immer ein relativ ruhiges Kind, vor allen Dingen in seiner Gegenwart. Meine Mutter war halt leicht hysterisch, das konnte ich wahrscheinlich nicht so gut ab. Also konnte ich auch weiter nicht so gut ab. Meine Mutter hat mich auch ganz schön unter Druck gesetzt und ich bin halt durch diese negativen Umstände in der Schule fürs Leben geschädigt. Ich habe heute noch Probleme mit dem Schreiben. Ich hasse Schreiben. Ich hasse diesen Druck, der mir damals gemacht wurde, habe ich halt gehasst und das war irgendwie, hat dazu geführt, dass ich einfach diese Blockade habe. Und ich ja immer bis heute noch Probleme habe. Die schöne Frau, ich schreibe es jedes Mal groß. Und zwar schöne. Ich muss wirklich mich selber prügeln und bewusst darauf achten, damit es nicht funktioniert. Und das ist genau das, was meine Mutter damals auch mit mir gemacht hat. Ich weiß es, ich kenne dieses Problem, aber ich kann es nicht wegmachen. Das ist in meinem Gehirn fest eingebrannt. Wie viele andere Probleme, die sich damals schon ergeben haben. Also richtig hart blockiert so. Das ist aber nicht alles halt. Natürlich liegt es auch teilweise daran, dass ich dann vor lauter Depressionen und so dann keinen Antrieb habe und nicht weiterkomme. Und dann bekomme ich halt keinen Job oder bin dann nicht gut genug. Ich bin nicht perfekt genug. Ich habe auch ständig Angst davor, perfekt genug zu sein oder nicht perfekt genug zu sein. Oder also es gab ja auch schon Jobs, wo ich mich richtig ins Zeug gelegt habe und dann halt aber nachgelassen habe und deswegen rausgeflogen bin und so. Also erst wurde ich hoch gelobt in den Himmel und dann habe ich ein bisschen nachgelassen, dann war direkt alles scheiße. Oder ich wurde rausgemobbt. Also sowas halt. Das war es immer wieder. Ne? Ja. Und jetzt zu meiner ersten Strafe, die ich da so bekommen habe. Also ich meine, angefangen hat das ja schon in der Schule, dass ich da erwischt wurde mit Kiff. Meine ganze Klasse hat gekifft, aber keiner wollte dafür gerade stehen. Und ich war dann der Einzige, der es abbekommen hat, obwohl wir da zusammen gekifft haben. Hätten wir alle zueinander gestanden, wir waren nur 4 Leute. Die hätten uns nicht alle rausschmeißen können, aber ich bin kurz vor der Realschule dann rausgeschmissen worden. Aber weil die Lehrer so nett waren, durfte ich den Realschulabschluss noch von außerhalb der Schule aus machen. Auch ganz witzig. Naja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Den habe ich wenigstens.
Aber ich habe trotzdem eine riesen Schulphobie, auch Angst davor, Abi nachzumachen, auch wenn das vielleicht mich weiterbringen würde. Aber ich weiß, dass ich mit Regelschulen, mit normalen Lehrern überhaupt nicht klarkomme und dass ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Also zumindest ist es, ja, ist die Gefahr, dass ich es nicht schaffe, ziemlich groß. Ja, egal, okay. Also die erste Strafe. Ich habe ja auch schon immer Probleme mit Frauen gehabt wegen diesem ganzen Gedöns. Und war halt nie so richtig selbstbewusst. Ich war ja immer Außenseiter und hatte auch irgendwie ein paar Geschichten, wo ich sehr unglücklich verliebt war und sowas. Und das hat halt dazu geführt, dass ich ja, wie sagt man? Ja, dass ich da irgendwie immer denke, so die Frauen, die ich besonders toll finde, die mögen mich sowieso nicht, weil eben die Frauen, in die ich unglücklich verliebt war, mich halt immer abgelehnt haben, wie es ja schon eigentlich klar erkenntlich ist. Ja, und dann war ich irgendwie mal endlich mit einer länger zusammen, länger als ein Jahr. Und es war auch eigentlich eine schöne Beziehung und ich wollte da jetzt auch nicht von weg. Aber die ist halt schwer krank gewesen. Oder sie ist immer noch schwer krank. Und ich habe halt versucht, ihr auch zu helfen. Ja, und sie hat halt eine sehr schwierige Persönlichkeit, weil Multiple Sklerose ist halt eine sehr schwierige Krankheit. Und die Menschen, die Multiple Sklerose haben, haben alle eine komplizierte, anstrengende Persönlichkeit. Meine ist auch anstrengend, kompliziert, aber anders. Ich bin halt flexibler und Leute mit MS sind meistens sehr festgefahren auf bestimmte Muster und ja, und was halt richtig schlimm war, ist einfach, dass sie echt auch sich selber mal fertig gemacht hat, von wegen, ich bin zu fett, ich bin irgendwie nicht hübsch genug. Oder für dich auch nicht hübsch genug. Du bist gesund, das kann doch nicht sein, dass du mit mir zusammen bist. Und ich habe immer wieder gesagt, das ist mir doch scheißegal, ob du krank bist oder ob du vielleicht nicht 100 Pro wie ein Topmodel aussiehst. Wobei das irgendwie gar nicht das Problem war, irgendwie das Aussehen. Sowieso bei mir weniger. Es ist eher, ob mir jemand sympathisch ist. Und ob ich jemanden grundsätzlich mag, vom Gefühl her. Ja, und sowas halt, ne? Oh, ich habe ein paar Handschuhe gefunden. Naja. Ja, um auf den Punkt zu kommen, also sie hatte wirklich Probleme damit und ich habe dann ein halbes Jahr lang auch mit ihr ihre Lieblingssendungen geguckt, so Alles, was zählt und GZSZ. Die war aber nicht ganz so oberflächlich zum Glück, sonst wäre ich gar nicht mit der zusammen. Aber trotzdem hat sie halt viel von diesem Kopffick auch abbekommen und man hat das auch immer wieder gemerkt, dass diese Sendung großen Einfluss auf sie gehabt hat. Also ich habe es gemerkt. So, und dann habe ich halt irgendwann mal, als wir da unterwegs waren, habe ich sie dann darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich gar nicht so toll ist. Ne? Also dass das halt teilweise Gehirnwäsche ist und ich wollte ihre Sendung nicht schlecht machen, aber ich wollte sie halt darauf hinweisen, dass sie da irgendwie ein bisschen reflektierter drangehen muss, wenn sie den ganzen Scheiß immer guckt. Und dass sie sich da ein bisschen ja, bisschen überlegt, was sie da ihr suggerieren wollen, weil das teilweise auch zu Schwierigkeiten in unserer Beziehung geführt hat. Und außerdem diese Werbung, die zwischendurch dann immer eingeblendet wird, die ist ja auch darauf ausgerichtet, dass man sich dann eben wertlos fühlt als Frau, vielleicht nicht, also dass man halt sich entwertet fühlt, damit man die Produkte dann kauft, die einem dann das Gefühl geben, dass man doch was wert ist, dass man doch irgendwie wichtig ist oder hübsch genug ist oder so.
Naja, und sowas geht auch alles ins Unterbewusstsein und beeinflusst einen auch. Und das erkennen die meisten Menschen natürlich nicht. Das erkennt kaum einer und deswegen ist es natürlich auch äußerst schwierig. Ja. Auf jeden Fall habe ich sie dann eines Tages darauf hingewiesen und hatte dann einen Streit mit ihr. Und sie hat halt so die Angewohnheit, immer auszuweichen, wenn es um ein Thema ging, einen Knackpunkt, einen psychologischen Knackpunkt bei ihr. Kann auch an der MS-Persönlichkeit liegen oder einfach an Sturheit und Festgefahrenheit, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatten wir dann einen richtig ausgewachsenen Streit und ich habe mich da sehr unfair behandelt gefühlt. Vielleicht war das ja auch Teil der Gehirnwäsche, dass die Gehirngewaschenen dann die Gehirnwäsche vor anderen verteidigen. Das ist alles nur eine Vermutung, aber jedenfalls habe ich dann den Fehler gemacht und habe mich vor sie gestellt. Und das gebe ich auch offen zu, dass das ein Fehler war. Und habe gesagt, jetzt geht's nicht weiter, wir klären das jetzt hier. Zur Not auch mitten auf der Straße. Ich möchte das jetzt geklärt haben und zwar richtig geklärt haben, anstatt dass wir die ganze Zeit weiter immer wieder uns wegen so einem Müll streiten. So, weil es geht ja nicht gegen sie oder auch nicht gegen die Sendung oder so, sondern es geht einfach nur darum, sich da nicht irgendeiner Illusion hinzugeben, was die meisten Menschen ja so gerne tun. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und dann kam so ein alter Mann, so ein Hardliner, so ein alter Wichser im Prinzip, kam dann da raus und hat gemeint, er müsste sie verteidigen, weil sie halt auch gesagt hat, ich soll sie nicht anfassen. Ich habe halt, ja, ich habe sie nicht geschlagen, ich habe sie halt nur zurückgehalten. Und dann hat sie schon ihre Brüder auf mich gehetzt oder. Und so, das hat mich aber dann, weil ich auch so ein Sturkopf bin, dann eben noch eher in die Verteidigungshaltung gebracht und noch mehr dazu geführt, dass ich halt gesagt habe, nein, ich will das jetzt auf jeden Fall klären. Und ich beuge mich diesem Druck von wegen, ich hetze meine fünf Brüder auf dich nicht. Oder vier Brüder. Ja. Und ja, dann kam halt dieser alte Mann raus. Mit einem 60 cm langen Metallschuhlöffel und hat gemeint, jetzt lass die in Ruhe, sonst schlage ich dich. Und dann war ich eben noch mehr eingeschnappt, weil das ist halt meine Art zu sein. Ich bin dann stur, ich lasse mich nicht mit Gewalt von irgendwas abbringen. Das habe ich halt schon in meiner Kindheit so gelernt, dass ich mich wehren muss, weil ich halt auch geschlagen wurde, auch von meinem Opa, von meiner Mutter. Und ich habe mir das nicht geben wollen, nicht bieten lassen. So. Und ja, dann habe ich halt aus Angst, weil das ja wirklich eine heftige Waffe ist, so ein großer, langer metallener Schuhlöffel, habe ich mich an sie geklammert und habe zu ihr gesagt, so, also wenn du willst, dass ich dich loslasse, dann musst du ihm sagen, dass er aufhören soll, dass er es lassen soll. Einfach weil ich auch in dem Moment nicht wusste, ob sie mich wirklich liebt, ob das irgendwie jetzt vielleicht nicht, vielleicht einfach nur, ja, darum geht halt, mich auszunutzen, gerade mal. Ne? So kann ja auch sein. Gibt's ja auch, hat sie sogar auch später nochmal gesagt, so, ja, wenn wir nicht bald mehr Sex haben oder so, dann mache ich halt Schluss. Das ist für mich keine Liebe, das ist eigentlich nur verrechnet sein, aber vielleicht ist es auch irgend so eine Mischung aus beidem. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so eine Hassliebe. Ja, jedenfalls hat er dann halt auf mich eingeschlagen, 7-mal mit seiner ganzen Kraft, also erbarmungslos, richtig erbarmungslos geschlagen. Ich hatte zum Glück einen dicken Pulli an. Dann hatte ich halt richtig rote Striemen auf der Haut und es wird halt dann also nicht mehr schön. Dann hat sie angefangen zu heulen. Und ich habe gemerkt, eigentlich, sie hat es vielleicht nicht laut gesagt, aber irgendwas habe ich gespürt oder vielleicht hat sie es auch geflüstert. Ich weiß es nicht mehr genau.
dass er aufhören soll, aber nicht laut genug, dass er es gehört hat. Und dann habe ich halt von ihr aber abgelassen. Und er ist dann aber mir hinterher, weil er hatte das ja nicht gehört. Oder sie hat es nicht laut genug gesagt. Ich habe halt gespürt, sie liebt mich. Okay, dann habe ich sie losgelassen. So, und dann hat er mich weiter bedroht damit und hat versucht, mir die Kelle über die Kopfhörer, über die Ohren nochmal zu ziehen. So, zumindest hat er mir das angedroht, obwohl ich schon Abstand genommen habe und so, auch von ihr und von der ganzen Situation. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr so positiv aufgenommen. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist halt gut. Dann ist halt, jetzt reicht's so. Also ich habe richtig Angst bekommen, auch dass der mir das Teil über den Kopf zieht und dass ich dann halt, was weiß ich, da noch tot umfall oder so. Und diese Angst hat dann dazu geführt, dass ich den angesprungen habe. Das ist auch kein kleiner Mann gewesen, sondern eher so, ja, schon viel gearbeitet. Einen halben Kopf größer als ich. Und ja, ich habe dem das Teil dann aus der Hand gerissen. Und irgendwie aus dem Affekt raus, vielleicht weil ich noch Schmerzen hatte. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe ihm dann das Teil über den Kopf gezogen, einmal. Und der Schuhlöffel sah hinterher aus wie in so einem Comicfilm. Richtig so eine Biegung. Jedenfalls war ich entsetzt. Jetzt finde ich es lustig, aber in dem Moment war ich entsetzt davon, dass ich so ausgerastet bin und dass halt, ja, dass er auch eine Platzwunde, der hatte eine Platzwunde am Kopf und hat geblutet und ich war von mir selbst entsetzt und habe halt vor lauter Entsetzen den Schuhlöffel erstmal weggeschmissen und gedacht, oh mein Gott, scheiße, ne, so, egal. Jedenfalls ich war dann sowieso schon unten durch, da stand dann die ganze Meute, die haben mich alle gehasst. Alle Menschen, die da rum waren alle voll am Haten. Und dann kam die Polizei auch noch. Ne? Ja, waren natürlich auch gut viele Nazis dabei in so einem komischen Kaff da irgendwo. In der Walachei, so einer scheiß Kleinstadt. Die haben natürlich dann gerade ihr Feindbild wieder gehabt. Und kaum einer, der jetzt hätte für mich ausgesagt. Also ich hätte eh keine Chance gehabt oder so. Aber ich habe mich ja sogar geeinigt mit dem Typen, der mich da geschlagen hat, den ich dann zurückgeschlagen habe. Der hat sich bei mir entschuldigt und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Und es war eigentlich alles in Ordnung. Aber die Polizei hat natürlich dann irgendwie, weil die haben ja die Verpflichtung, sowas dann zur Anzeige zu bringen, die haben dann Anzeige erstattet. Und weil ich halt meiner Freundin, also damals noch Freundin, das nicht antun wollte mit ihrer multiplen Sklerose. Da ist man ja sehr, sehr schnell überlastet von Stress. Und es tut einem einfach nicht gut, wenn man Stress hat. Und deswegen, weil ich ihr das nicht antun wollte, haben wir halt eine Vereinbarung getroffen, dass der Streit halt auf unser beider Mist gewachsen ist. Und dass wir das zusammen dann bezahlen, die Strafe. Sie hat ihren Teil auch schon bezahlt, insofern, dass sie mir halt öfter geholfen hat, wenn ich knapp war und mir auch was geliehen hat. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass das jetzt ausgeglichen ist, aber ich muss das immer noch zahlen. Und es ist noch nicht die Hälfte abbezahlt, das sind irgendwie 1.400 Euro oder 1.600 Euro gewesen am Anfang. Jetzt sind es vielleicht noch 1.000. Ja, aber das ist halt die erste Strafe auf jeden Fall. Und ja, fand ich ein bisschen unfair. Vor allen Dingen, weil ich halt mich im Prinzip mit dem Menschen halt auch geeinigt habe. Und die dann trotzdem das Geld einfach wollen. Und wenn nicht Geld zahlen, dann in den Knast kommen. Ne? So zur Not mit Gewalt auch. Dann bringen sie einen halt rein ins Kittchen. Ja, also wenn ihr Gnade mit mir habt und der Meinung seid, dass ich da nicht reinkommen soll, beziehungsweise wenn ihr schlaue Steuerzahler seid und vielleicht ein Zehntel weniger, ja,
ein Zehntel ungefähr oder einen kleinen Teil halt des Preises nur zahlen wollte, ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen, dann, weil es wird euch so oder so von den Steuern abgezogen, das sage ich euch. Die 8000 Euro, die kommen entweder vom Hartz IV wahrscheinlich, es sei denn, ihr habt einen Job für mich, dann auch gerne anschreiben, wenn ihr wisst, wo ich arbeiten kann, ich gehe sofort hin und probier's mal. Ne, so. Oder irgendwo Hilfe braucht, ich tue gern was für euch. Auf jeden Fall möchte ich das irgendwie hinter mich bringen. Ich will diese Scheiße loswerden. Ich habe keinen Bock mehr. Das blockiert mich. Und ich habe noch eigentlich viele gute Projekte im Sinn. Und es gibt viel zu tun. Und da kann ich sowas eigentlich gar nicht gebrauchen. Ne? So. Also bitte helft mir. Kontonummer ist unten in der Infobox. Und ja, nochmal danke für alle, die geholfen haben und auch danke an die liebe Saarländerin, die mich motiviert hat, auch nochmal dieses Video jetzt zu machen und das vielleicht dann doch zu tun, euch dann das doch zu erzählen. Ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht und so. Sicherlich nicht. Aber ich finde trotzdem, das ist echt eine Lappalie. Also, wenn man sich heutzutage noch nicht mal normal streiten darf und vor allen Dingen sofort fertig gemacht wird, wenn man Kritik an Gehirnwäsche und an diesem System übt, dann frage ich mich halt, was für ein Faschismus wir hier leben. Echt, ey. Naja, in diesem Sinne, macht's gut und habt noch einen schönen Tag. You are